Das hat überhaupt keinen Zweck. Mein Kind braucht keinen Opa. Und ich brauche auch keinen Vater. Ich gehe dann jetzt. Ich liebe Schoko. Mir bitte die Änderungsvorschläge nach Hause faxen. Ich werde sie mir dann gleich noch anschauen. Nein, heute geht es wirklich nicht mehr. Ich verspreche Ihnen, es ist das Erste, was wir morgen früh tun. Danke. Auf Wiederhören. Das ist ja eine Überraschung. Hallo. Hallo. Ich wollte dir nur deine Sachen zurückbringen. Stell sie aufs Sofa. Ich mache uns was zu trinken. Danke, aber ich möchte nicht... Ich? Johannes? Was ist das hier? Entschuldige ich. Ja, ich wollte gerade gehen. Ihr habt euch nicht versöhnt, oder? Fragt es besser. Fragt es besser deinen Mann. Kann man ja direkt neidisch werden. Hör mal, wenn mein kleiner Bruder dich nicht gut behandelt, dann melde dich bei mir. Dann zieh ich ihm die Löffel lang. Das wird bestimmt nicht nötig sein. Ganz genau. Ich bin auch gleich wieder weg. Hetzen Sie sich nicht. Ich muss jetzt sowieso los. Nein, lasst euch doch von mir nicht stören. Nein, das ist nicht wegen Ihnen. Ich muss zum Essen zu Hause sein. Also dann. Ja, bis morgen. Richtig süß, die Kleine. Geschmack? Jedenfalls Talent hast du. Auch wenn die Zeichnung sehr schmeichelhaft ist. Finde ich überhaupt nicht. Na dann. Danke fürs Kompliment. Das ist auch kein Kompliment. So sehe ich dich. Dann melde ich mich bei dir, wenn ich wieder neue Passbilder brauche. So, ich gehe dann jetzt lieber. Vielen Dank nochmal für die Sachen. Hast du nicht Lust, heute Abend mit zu Gregors Geburtstagsessen zu kommen? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Gregor würde sich bestimmt freuen. Ich mich auch. Vielleicht können wir ja doch Freunde bleiben. Ich finde, wir sollten bei unserem Entschluss bleiben. Und im Augenblick wäre mir Abstand lieber. Susanne! Würdest du trotzdem ein Geschenk von mir annehmen? Das ist ja nett. Danke. Es gibt doch gleich Essen. Ja, ich habe aber jetzt schon Hunger. Außerdem gibt es ja schon genügend Dinge in meinem Leben, auf die ich warten muss. Ach, ist der Alte schon zurück? Guten Abend. Wiedersehen. Also? Nein, noch nicht. Verdammt nochmal. Das sieht ja schon wieder ganz nach einer Versöhnung aus. Wäre ja auch nicht untypisch. Mich behandelt der Alte wie den letzten Dreck und seinem Lieblingssohn Leonard. Ihm verzeiht er sogar, dass er mit seiner Frau durchgebrannt ist. Oh,
Hallo, Vater. Guten Abend. Du siehst nicht so aus, als wäre der Abend gut gelaufen. Da hast du leider recht. Dann glaubst du ihm nicht, dass er das mit der Versöhnung ernst gemeint hat? Naja, zumindest wollte er sein Gewissen beruhigen, aber... Was aber? Du hättest seine Reaktion sehen sollen, als ich angefangen habe, von dem Baby zu reden. Der wird sein Enkelkind nie akzeptieren. Vielleicht doch, wenn der Kleine erstmal da ist. Das glaube ich nicht. Und ich will für unseren Kind keinen Großvater, der ihm mit Vorbehalten begegnet. Dann lieber gar keinen Kontakt. Ich bin sicher, dass ich das Richtige getan habe. Vielleicht brauchen wir alle einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, mag sein. Gregor wartet sicher schon. Sollen wir los? Ja. Dann kommen wir auch auf andere Gedanken. Leonard hat meine Reaktion völlig missverstanden. Du hast deinem Sohn nichts von dem Tumor erzählt? Nein. Meine Versöhnung aus Mitleid. Ich fürchte, das Band zwischen Leonard und mir ist endgültig zerschnitten. Lisa? Bist du taub? Musst du dich so anschleichen? Willst du mich umbringen? Sorry. Ist das nicht der Song, den du von Konstantin hast? Cool. Keine Ahnung. Kann sein. Wieso bist du eigentlich schon wieder hier? Ich hätte wetten können, dass du wieder mit diesem Kai abhängst. Och, ich bin schon früher zurückgekommen. Ich wollte noch unbedingt diesen Krimi zu Ende lesen. Welchen Krimi? Na, schon fertig. Na dann, gute Nacht. Ja, dir auch. Da hatte ich aber jemand ausgezeichnet getroffen. Findest du? Absolut. Das ist sehr gut. Die Zeichnung ist von Carla. Seid ihr euch also wieder begegnet? Ich habe gedacht, du wolltest einen Schlussstrich ziehen unter dieses Kapitel. Daran hat sich auch nichts geändert. Ich habe ihr bloß die Sachen zurückgebracht, die sie mir geborgt hat. Und dabei hat sie dich gezeichnet. Ach, Papa. Jetzt gibt es auch keinen Grund mehr, warum wir uns wiedersehen sollten. Auf weiterhin spannende Zeiten also. Ja. Oh, lass ich mal schon. Danke. Was grübelst du denn? Ich habe an meinen Vater gedacht. Wie geht's ihm denn? Nach wie vor unverändert. Naja, lass uns nicht hier darüber reden. Komm, ich mach das. Ach, da fällt mir ein, ich habe morgen Vormittag einen Termin bei einem Weinhändler. Da könnte ich eigentlich deine Unterstützung gebrauchen. In der Holly? Aha. Ich würde sagen, am besten, ich hole dich einfach ab, hm? So, jetzt würde ich mich erstmal darum kümmern, dass mein Bruder nicht verdurstet. Nein, sowas macht man erst, wenn das Baby auf der Welt ist. Entschuldige mich bitte. Die Pfannkuchen sind lecker. Die musst du probieren. Ja. Gefällt dir das Buffet nicht? Doch, es ist lecker. Ein Cent für deine Gedanken. Das wird teuer. Sag bloß, dir schlägt immer noch auf den Magen, dass Susanne die Freundschaft gekündigt hat. Bin ich so leicht zu durchschauen? Rede doch mal mit ihr. Das wird nichts bringen. Außerdem bin ich selbst dran schuld. Wegen der Sache mit ihrem Vater? Nein, das meine ich nicht.
Aber ich habe ihr ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass er nicht mehr als Freundschaft für mich sein kann. Das kann sie dir doch nicht übel nehmen. Du warst nur ehrlich. War ich das? Habe ich was verpasst? Ja, neulich waren wir zusammen im Park spazieren. Und dann sind alle Rasensprenger angegangen. Und dann? Susanne ist plötzlich losgerannt und hat sich komplett nass regnen lassen. Sie war so witzig. Einfach hinreißend. Und da hast du dich in sie verliebt? Seitdem geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Dann sag's ihr doch. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich bin gerade nicht da oder will nicht rangehen. Gleich piepst es und den Rest kennt ihr ja. Nico, ja, Johannes hier, schade, dass... Ja, also, ich habe dir etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Also, die Sache ist die, dass bei mir... Nein, das ist zu kompliziert. Es tut mir leid, Nico, aber ich fürchte, du musst deine Reise unterbrechen, weil... Ich kann dir das nicht auf den Anruf beantworten, spreche nicht. Es ist sehr dringend. Bitte rufe mich umgehend zurück, ja? Tschüss, Nico. Dann bin ich also direkt in euren ersten Kuss reingeplatzt? Kann man so sagen. Morgen. Habe ich gerade was vom Kuss gehört? Nein, da hast du dich wohl verhört. Ich sagte Nuss. Der Nussjoghurt ist heute besonders köstlich. Ach, gut, dass ich euch zusammen hier antreffe. Morgen, was gibt's denn? Ich habe euch etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Könntet ihr heute Abend um 7 alle hier sein? Warum können wir das nicht gleich besprechen? Tut mir leid. Ich versuche die ganze Zeit Nico zu erreichen. Es wäre mir sehr wichtig, dass sie dabei ist. Na gut. Dann bis später. Später. Ach, Konstantin. Es tut mir leid, aber ich werde leider nicht an deinem Finale teilnehmen können. Bitte? Ach so, ist nicht so schlimm. Na dann ist gut. Also. Weißt du, was es so Wichtiges gibt? Nein, warten wir es doch einfach ab. Wenn alle Stricke reißen, dann kann ich ja eine meiner Wohnungen verkaufen. Nein, das will ich auf keinen Fall. Ich fasse es immer noch nicht, dass Kalle dir den Kredit verweigert hat. Aber wie oft willst du den Song eigentlich noch abspielen? Na, und ich mag das Lied eben. Was dagegen? Es nervt. Sag mal, was sagt eigentlich dein Kai dazu, dass du neuerdings wie auf Konstantin abfährst? Schwachsinn. Hast du Hallus oder was? War nur ein Witz, okay? Mhm. Halt, stopp. Hier wird nicht im Stehen gefrühstückt. Besonders nicht vor einem so wichtigen Spiel. Tut mir leid, dass ich wieder nicht mitkommen kann. Ich habe versucht, meine Schicht zu tauschen, aber... Na, das nächste Mal komme ich bestimmt mit dir. Kein Problem. Zu viele Fans machen mich eh bloß nervös. Ich gehe schon. Guten Morgen. Morgen. Komm doch rein. Wo bist du endlich? Wir können direkt los. Komm schon. Entschuldigung, bitte. Eigentlich müsste ich sauer sein, dass du mich unter Vortäuschung falscher Tatsachen hierher gelockt hast. Ach was, wäre dir so ein Geschäftstermin lieber gewesen? Nein, natürlich nicht. Außerdem finde ich es ja auch ganz süß, dass du deinen kleinen Bruder anfeuern gehst und mich mitnimmst. Siehst du? Wie es aussieht, kann er unsere Unterstützung noch gebrauchen. Und damit 8:7 für Andreas Riener und Tommy Schmidt. Los, Konstantin, du machst sie fertig. Willst du jetzt deine Gäste per Handschlag begrüßen oder konzentrierst dich vielleicht zur Abwechslung aufs Spiel? Oh, Mann, ist gut, ey.
Das macht schon. Doch. Wir verpassen noch was. Ja, ja, ja. Entschuldigung, dürfen wir. Dankeschön, dankeschön. Danke, vielen Dank. Dann werden wir endlich mit der Baustelle fertig. Seit einem halben Jahr ist da jeden Tag Stau. Ja, man kann ja ein bisschen eher losfahren. Ja? Hallo, ich bin's, Carla. Ich will dich nicht lange aufhalten. Es ist nur... Susanne, ich würde gerne noch mal über alles mit dir reden. Carla, es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, was das noch bringen soll. Bitte, jetzt gib mir noch eine Chance. Ich habe noch mal über den Kredit für deinen Vater nachgedacht. Wie meinst du das? Können wir uns nicht treffen? Heute Abend im Schneiders? Also gut. Ich habe noch einen Familientermin, aber danach könnte ich da sein. Okay, dann bis heute Abend. Bis dann. Tschüss. Ob das klug von dir war? Ich hätte mir einen Spielpartner aussuchen sollen, der nicht gleich auf dem Spielfeld einpennt. Kinder, Kinder, das kann doch jedem mal passieren. Eben nicht. Jetzt streitet euch doch nicht deswegen. Naja, Paula hat schon recht, ich hab's verbockt. Ach, und den Weg nach Hause hast du wohl auch nicht gefunden, oder? Hey, 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 hey. Was haltet ihr davon, wenn ich den Grill anschmeiße? Hm? Ich hab keinen Hunger. Nimm's nicht so tragisch, der regt sich schon wieder ab. Hey, Mann, das Turnier total wichtig und ich hab's vermasselt. Es kommt ein neues Turnier und damit eine neue Chance. Also ich für meinen Teil, ich habe Hunger. Na, also doch der Grill. Weißt du, wo die Kohle ist? Ja, ich zeig's dir. Komm, endlich. Das war meine Schuld. Ich hätte während des Ballwechsels nicht rufen dürfen. Ach Quatsch, ich habe einfach gepennt. Johannes wollte uns noch sprechen. Ich gehe mal, okay? Ciao. Konstantin. Ich muss Schluss machen. Ich rufe dich morgen an, ja? Tschüss. Tschüss. Sag mal, weißt du wirklich nicht, was Vater von uns will? Ich könnte wetten, es hängt mit dieser Frau Dr. Bentheim zusammen. Kommst du denn darauf? Ja, die beiden sind ein Herz und eine Seele. Ach ja,
ich weiß, du kannst sie nicht leiden, aber ich würde mich für Vater freuen. Die Frau tut ihm gut. Ist Konstantin noch nicht da? Er ist noch mal eben zu den Brandner, es müsste aber gleich zurück sein. Und konntest du Nico erreichen? Nein. Heute Morgen ist eine Postkarte von ihr gekommen. Sie macht eine Campingtour durch die Highlands. Geile Landschaft, keine Spur von Nessie und leider auch keine Steckdose im Zelt für das Handy-Akku. Ich melde mich, wenn ich wieder in der Zivilisation bin. Liebe Grüße an alle, Nico. Typisch. Ich hätte so gern mit euch allen gesprochen. Ja, aber das ist ja nun nicht zu ändern. Wo bleibt denn Konstantin? Vater, ich hab gleich noch eine Verabredung. Könntest du uns vielleicht jetzt schon sagen, was... Nein, das wird warten müssen. Ich muss die Sache mit euch allen besprechen. Susanne, hallo. Hallo. Schön, dass du mich mal besuchen kommst. Immer wieder gerne. Aber ich muss gestehen, heute bin ich verabredet. Ein Rendezvous? Nein, ich treffe mich nur mit Carla von Lahnstein. Die ist noch nicht hier. Tja, und ich dachte, ich komme zu spät. Oh, lass dich nicht aufhalten, ich setz mich. Ja, Angelo kümmert sich um dich. Habt ihr auf mich gewartet? Sorry. Komm, setz dich, Konstantin. Na, dann können wir jetzt anfangen. Was gibt es so Wichtiges? Hallo? Hi. Und? Mutter und Kind geht's bestens, sagt der Arzt. Heute konnten wir schon die ersten Herztöne hören. Was konntet ihr? Mhm. Und ich hab's verpasst? Ja. Warte einen Moment, ich hol schnell mein Stethoskop. Es handelt sich leider um eine sehr ernste Angelegenheit. Und? Hallo. Psst. Ich kann sonst nichts hören. Euch ist sicher nicht entgangen, dass Frau Dr. Bentheim in der letzten Zeit des Öfteren hier gewesen ist. Nun... Das hat seinen Grund. Mein Gott, wie sagt man sowas? Jetzt sag doch mal, was los ist. Also gut. Ich habe einen Tumor. Und ich werde bald sterben.